Lieber Widder, bis zum 1. und 2. des Monats hast du einen großen Vollmond in Fische. In einem Traum wirst du eine Botschaft erhalten, die sehr wichtig für die Lösung eines Problems ist. Deswegen solltest du auf deine Träume an diesen Tagen achten, falls du einen Traum hast, okay? Schmerzhafte Erinnerungen können bis Mitte September wieder geweckt werden und dies ist wichtig, damit du deine Vergangenheit hinter dir lässt, damit du mit deiner Vergangenheit endlich abschließt. Zwischen 2. und 4. des Monats bilden Merkur und Saturn eine Opposition. Eine Person kann sehr abweisend wirken. Man sollte Abstand von einem Menschen nehmen, denn es würde nichts bringen, mein Lieber, wieder Vorwürfe zu machen oder höhere Anforderungen zu stellen. Wir haben dann am 5. Merkur in Waage. Du wirst bis zum 26. Monatstag entweder mehr unterwegs sein oder dich mit jemanden freiwillig beschäftigen, also dich freiwillig für andere einsetzen. Das wirst du machen. Eine Einladung oder gesellschaftliches Treffen kann sich ergeben. Zwischen 5. und 9. haben wir Jupiter-Trigon-Sonne. Im beruflichen Bereich hast du die besten Einflüsse. Ein Aufstieg oder Beförderung kann vollzogen werden. Hierbei soll das individuelle Horoskop berücksichtigt werden. Das sage ich euch immer. Aber im Grunde genommen hast du einen positiven Einfluss in dieser Zeit, beruflich und auch im privaten Bereich. Die Themen Reise und Bildung stehen auch unter guten Sternen. Am 10. läuft dein Herrscherplanet Mars rückläufig in deinem Zeichen. Bis zum Jahresende wirst du vieles tun, um dein Leben eine neue Richtung zu geben. Vielleicht musst du eine Sache korrigieren, vielleicht musst du geduldig sein, bevor du mit einem Thema, mit einer Situation oder Angelegenheit starten kannst. Dies ist kein einfaches Unterfangen, dennoch bleibt es dir nichts mehr übrig, als deinen eigenen Weg zu gehen. Zwischen 11. und 12. des Monats hast du Sonne, Opposition, Neptun. Die Umsetzung von einem persönlichen Vorhaben ist nicht ganz durchschaubar, dennoch sollte man trotzdem tätig bleiben und werden, anstatt in Verzweiflung zu versinken. Das Gesundheitsthema kann bei vielen Widdern von Bedeutung sein. Am 13. läuft ein Planet wieder direkt in Steinbock. Es handelt sich hier um Jupiter, welcher seit Mai rückläufig in Steinbock war. Im Bereich des Berufes öffnen sich neue Wege für dich. Du hast den großen Wunsch, dich beruflich eigenständig zu entfalten und dies könnte dir ab nächstes Jahr gelingen. Hierbei wäre eine individuelle Lesung notwendig. Dann kann ich dir mehr darüber sagen. Du hast dann zwischen 12. und 15. des Monats Venus Quadrat Uranus. In der Liebe könntest du ein Risiko eingehen. Eltern werden eine lustige Situation mit ihren Kindern erleben. Zwischen 16. und 17. hast du einen Neumond in Jungfrau. Du solltest mehr auf deine Gesundheit und Gewohnheiten achten. Die Umgestaltung einer Räumlichkeit oder die Reparatur eines Geräts kann bald stattfinden. Zwischen 18. und 23. September haben wir einen Aspekt zwischen Merkur und Pluto. Ein Geheimnis kann entlüftet werden. Höre an diesen Tagen genau zu, was ein Mensch dir erzählt, denn es wird dir nicht die ganze Wahrheit
Er wird dir nicht die ganze Wahrheit sagen, okay? Zwischen 24. und 26. haben wir Merkur-Opposition Mars. Voreilige Handlungen und Entscheidungen sind unbedingt abzuraten. Also bitte vorsichtig mit wichtigen Änderungen, die du vielleicht durchführen möchtest. Bevor du handelst, nimm dir Zeit, über eine Sache zu reflektieren. Zwischen 27. und 29. haben wir Venus-Trigon mit Mars. Nutze die Zeit. Ja, also nutze die Zeit, mein lieber Widder, deinen Alltag angenehm und fröhlich zu gestalten. In Bereichen der Liebe und der Kreativität hast du grünes Licht. Und dann zum Schluss, zwischen 29. und 30. Mars Quadrat Saturn, das ist, was wir am Monatsende haben. Ziehe dich womöglich an diesen Tagen zurück, das würde ich dir empfehlen. Es würde nichts bringen, die Dinge zu erzwingen. Es kann für dich am Monatsende schwierig sein, die Dinge sein zu lassen. Mein lieber Widder, wenn du anstatt eine allgemeine Aussage ein individuelles Horoskop brauchst, dann kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen und wir schauen uns zusammen, welche Tendenzen du in der Zukunft hast. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Glück und viel Liebe im September 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.